der Bremer Platz in Münster soll umgebaut und aufgewertet werden. Neben dem Hansator soll auch die Grünfläche Ort des sozialen Lebens werden. Die Baumaßnahmen werden von dem städtischen Quartiersmanagement vor Ort begleitet. Stellvertretend dafür haben wir uns mit Christina Müller und Stefan Scholz unterhalten. Wir verstehen uns als Schnittstelle und Verbindungsglied für alle Interessengruppen und als Vermittlungsstelle im Stadtteil. Also die Menschen aus den verschiedensten Interessengruppen an einen runden Tisch bringen, um dort in Absprache zu kommen, in Kommunikation zu kommen und Absprachen zu treffen, wie eine Koexistenz miteinander auf dieser Fläche möglich wäre. Und mit dem Ziel, dass diese Fläche überplant wird und dann auch ganz gut angenommen wird hier im Stadtteil. Als zentraler Stadtpark. Es wurde ein Picknick veranstaltet, bei dem die Bürgerinnen und Bürger informiert wurden und ihre Meinung zum derzeitigen Stand der Planung einbringen konnten. Wir sehen das als ersten Auftakt, um den Platz wieder zu aktivieren. Wir möchten einfach die Anwohner und allgemein die Bürger auf den Platz holen, dass sie die Fläche nutzen, dass sie nicht leer ist. Es ist so eine schöne Grünfläche und einfach als Auftakt, dass das gelingt, dass die Leute wieder auf den Platz kommen und auch die Ängste zu nehmen. Die Entwürfe sind nochmal ausgestellt, die gestern ja auch schon ausgestellt wurden, dass man sehen kann, welche Ideen gibt es, wie kann der Platz gestaltet werden, dass sich die Anwohner das anschauen können. Das war uns sehr wichtig, dass wir das einmal hier hinholen, damit die, die direkt hier vor Ort wohnen, sich den Platz, also die Gestaltung, die Ideen anschauen können. Genau, dass man nochmal mitsprechen kann. Also Bürgerbeteiligung ist ein großes Thema. Das Verhältnis zwischen den Anwohnern und der ansässigen Szene wird durch die Umgestaltung in ein neues Licht gerückt. Dieser Platz soll, wenn er neu gestaltet wird, im Grunde für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein. Das heißt für die Öffentlichkeit, für Reisende, für Pendler, für die Szene. Die soll nicht verdrängt werden von dieser Fläche. Szene ist auch, kommt auch rüber, holt sich ein Stück Kuchen. Das ist ganz schön, einfach, dass man mal zusammenkommt. Genau, also ein ganz buntes Publikum. Einfach die Interesse haben, was geschieht mit dem Platz und diejenigen, die auch hier wieder mehr den Platz beleben möchten. Die Erwartungen an den neuen Bremer Platz sind geteilt. Es gibt Befürworter und auch kritische Stimmen. Es ist zu erwarten gewesen, dass es nicht immer eine positive Rückmeldung gibt, dass es auch negative Stimmen gibt. Wir versuchen natürlich, den größtmöglichen Konsens zusammenzubringen. Und das sehen wir als Aufgabe vom Quartiersmanagement. Und wie sieht die Zukunft des Bremer Platzes aus? Was für Herausforderungen stellen sich den Beteiligten noch? In Zukunft wird es dann weiter darum gehen, am runden Tisch immer wieder die Strömungen, aktuelle Strömungen aufzunehmen und dann entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und Handlungsschritte vorzunehmen. Wenn wir die schöne neue Fläche, so sie denn entstanden ist, haben, werden wir als Quartiersmanagement unterstützen und sehen, wie funktioniert dort die Koexistenz von Szene und Öffentlichkeit. Wir haben die Besucher des Picknicks gefragt, was sie sich für die Umgestaltung wünschen würden. Wenn ich einfach aus dem Bauch heraus spreche, dann wünsche ich mir wirklich eine gute Vermischung der Szene und mit uns Bürgern und dass er ganz belebt wird. Ich hoffe, dass die neuen Konzepte Möglichkeiten geben, für alle Gruppen halt hier irgendwie ein gutes Leben zu führen oder diesen Park auch wirklich nachhaltig zu nutzen. Es wäre schön, wenn es tatsächlich erstmal eine Wegführung geben würde zwischen Bahnhof und Schule. Die Grünfläche des Bremer Platzes wird in der kommenden Zeit weiterhin verändert. Das Quartiersmanagement arbeitet in ständigem Austausch mit verschiedenen Instanzen an einem bestmöglichen Konzept. Auch nach der Umbauphase wird das Quartiersmanagement weiterhin als Ansprechpartner fungieren. Der Meinungsaustausch wird noch bis Ende Oktober möglich sein.